wollte mit Doxos und mit Pipo zusammen inaktiv gehen. Die Motivation war in der Season recht weit unten. Wir wussten, dass Pipo aufhören möchte, weil er mit seiner Ausbildung und Studium, dualen Studium, anfängt. Und da wir die 3 Jahre mit Pipo immer zusammengespielt haben, wollten wir die Gelegenheit in dem Sinne nehmen und auch aufhören. Haben wir dann auch quasi für 3-4 Wochen und wollten dann nur die restlichen ESEA-Matches hinter uns bringen. Aber in der Zeit haben wir dann schnell gemerkt, ohne CS ist ganz schön doof. Der Doxos und ich spielen seit 12 Jahren zusammen, immer 13 Jahren zusammen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, bleiben wir dran. Und dann hat es auch mit dem Aufstieg gleichzeitig geklappt. War noch quasi das i-Tüpfelchen. Seit 2010 bin ich IGL. Daran wächst man stetig, man entwickelt sich weiter. War am Anfang nicht leicht, das zu managen. Manche Spieler machen nicht das, was du von denen möchtest. Ich habe mehrere Phasen im IGL-Dasein hinter mir. Einmal Marionettenspieler sein und alles micromanagen, bis zu ganz loose, wie es jetzt ist. Ich muss jetzt eigentlich hauptsächlich Midround callen und am Anfang Freestyle sagen, was ich so vorhab. Aber ansonsten geht viel aus dem Leaf-Filter raus und dann kann ich Midround mit meinen Calls arbeiten. Wie man es von der Starter in die Div 1 kommt, ja, wir haben es über einen langen Weg, über 3 Jahre gemacht. 1-2 Changes waren dann auch dabei, weil die Leute zeitmäßig aufgehört haben. Das Leben geht auch weiter mit Studium und Co. Der Core ist eigentlich im Großen und Ganzen derselbe geblieben. Wir haben immer an uns weitergearbeitet, wurden selbstständiger, wurden besser, sind mit der Zeit gewachsen und dran geblieben die ganze Zeit. Meine persönlichen Ziele die nächsten Jahre sind, mich lange in der Div 1 zu halten, am besten gewinnen. Ich werde jetzt bald 28, bis 30 ist so gesetzt zu spielen. Mal gucken, ob es danach noch weitergeht. Die Freundin erwartet auch irgendwann mal, dass es weitergeht im Leben. Und ansonsten das Leben genießen.